Frozen District. Um zu flippern. Juti. Na dann, nochmal. Offizier, willkommen zurück. Seid gegrüßt. Zu Hause, Flipper. Boah. Eine kleine Meldung von den Entwicklern. Gehen wir natürlich in die Einstellung. Deutsch, die Währung. Nehmen wir Euro. Autospeichern 3 Minuten. Von mir aus. Und wir können uns Mauszeiger raussuchen. Die Musik ist ein bisschen, aber die würde ich gerne, würde ich gleich mal einstellen. FPS ziehen am Spiel. Den Trick müsst ihr nicht sehen. Sound. Ohne Sound wäre es ein bisschen blöd. So, 69 hier. Ich meine, die Musik ist jetzt nicht so der Hammer, dass ich sagen müsste, ich baue das auf super laut. Ich kann fast hier noch ein bisschen leiser. Okay, stimmen wir Steam, ja, werden wir dann noch, glaube ich, noch sehen. Grafik, wir nehmen mit, was wir kriegen können. Ultra hoch weiß ich nicht. Nicht, dass mein PC hier beim Stream Probleme kriegt. Vollbild, ja. Exklusives Vollbild. 1080p, ja, reicht eigentlich. Ich meine, wir können es auch ein bisschen VK bauen, um es nicht zu machen, aber okay. 4:3, praktischer. Ja, ist glaube ich 2K oder so. 1400 können wir versuchen, aber es kommt eh im Stream nur auf 720 an. Stream und die Aufnahme dann, ja, es kommt auf Twitch bei euch eh auf 720 rüber. Ich weiß nicht, meine Internetverbindung wahrscheinlich. Okay. Ja, hier können wir auch sehr hoch machen, das ist da. Alles klar. Deutsch Euro 3 Minuten, dieser. Alles klar, dann wollen wir mal. Ich würde sagen, starten wir in das Spiel und schauen mal, was wir hier alles heute so renovieren können in Haus Flipper. Ich brauche Platz für meine Bücher. Oha, fängt schon direkt an mit der ersten Mission, mit dem ersten Auftrag. Oder was? Ich dachte, wir kriegen hier erstmal eine kleine Einführung. Ah ja, hier. Willkommen bei Hausklipper. Dieses Spiel ermöglicht es dir, Häuser zu kaufen, sie zu renovieren, einzurichten und dann wieder zu verkaufen. Bis dato musst du dich mit dieser Bruchbude begnügen. Wie du dein eigenes Büro nennen darfst. Aus dem steht dir ein Laptop zur Verfügung. Eine Steuerzentrale. Okay. Ich würde mal sagen, diese Bruchbude räumen wir jetzt mal auf. Vielleicht mal die Mülltonne weggeschmissen. Okay.
Was ist unser bescheidenes Büro? Unser Renovierungsbüro. Gebäude. Oh weia. Jetzt haben wir aber nichts zu hinterlassen, oder? Das ist halt der Vormieter. Das ist bei dem Vormieter seins. Der ist grauenhaft aus. Hier lernen wir die Grundmechaniken des Spiels. Eine dreckige Tasse. Eine dreckige Tasse muss auf dem Schreibtisch. Das Fensterbrett. Ah ja. Richten wir erstmal unser eigenes Gebäude ein. Na, sehr toll. Reinigen ist noch nicht verfügbar. Dann müssen wir erstmal den Trickstall. Den können wir den Löffel hier hineinlegen. Zu wenig Platz, um die Gegenstand zu platzieren, nie ist klar. Was für eine Saustall sind wir denn hier reingekommen? Ja. Schmutzige, kaputte Plakat hier. Könnte mal hinter das Haus hängen. Oder auch nicht. Oh, eine Kettensäge. Warum nicht? Kann ich die hinlegen? Am besten hier hin. Auf den Herd. So, genau so. Nehmen wir einfach das Waschbecken. Und dahin. Mit dem Laptop kannst du Aufträge annehmen, Häuser kaufen und zwischen ihnen switchen. Du hast noch nicht genug Geld für ein Haus, aber es schaut so aus, als ob dein Postfach den ersten Auftrag wartet. Ja, Sekunde. Ich räume die nur gerade auf, damit ich überhaupt vernünftig arbeiten kann. Also hier. Wo passt das hin? Bestimmt hier irgendwo. Ja, genau hier hin. Nur eine Säge.
Genau so. Klemmzwinge. So, jetzt sieht es doch hier halbwegs in Ordnung aus. Ja, genau so mit der Klinge zur Tür hin, dass man hier reinrennt, dass man hier eventuell in die Axt reinrennt. So muss das. So machen wir es noch nicht. Ja. Na dann, gucken wir mal hier rein. Eine neue E-Mail. Sandra Ziegler. Mein Ex-Mann hat die Heizung mitgenommen. Tja, das ist schlecht. Guten Tag, ich möchte gerne, dass Sie mein Haus wieder in Ordnung bringen. Bei Face Spam sah ich, dass mein Ex in meine Wohnung eingebrochen ist und diese aus Rache verwüstet hat. Der Arsch hat sogar meine Heizkörper mitgenommen. Es kann sein, dass noch etwas fehlt. Bringen Sie bitte meine Wohnung wieder in Schuss und installieren Sie die Heizung sowie alles andere. Informieren Sie bitte nicht die Polizei. Ich werde selber nach meiner Dienstreise mit meinem Ex-Mann abrechnen. Beste Grüße, Sandra Ziegler. Aha, klingt seriös. Wir nehmen an. Selbstjustiz. Das können wir gleich mal annehmen. Du hast einen Mob erhalten. Hurra! Unser wichtigstes Werkzeug. Glückwunsch, du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Du kannst Dreck mit dem Mob reinigen. Dafür mussten wir keinen Mobbaum aufsuchen. Okay. Brechen durch die Hintertür ein. Okay. Erstmal alles aufräumen hier, was dreckig gemacht wurde. Okay. Müllentsorgung. Was hat die gemacht? Hat die hier mit Scheiße rumgesch... schmiert oder was ist das? Was liegt hier auf dem Boden? Ab sofort steht dir ein Tablet zur Verfügung. Drücke Tabulator, um es herauszunehmen oder einzustecken. Es ermöglicht Dinge zu kaufen. Es wird in diesem Job nützlich sein. Ein Heizungskörper. Okay, wir sollten einen Heizungskörper kaufen. Heizung, Großheizung. Da passt doch keine große hin. Okay. Heizung anschließen. Ich hoffe, da gibt es keinen Wasserschaden, nachdem ich das angeschlossen habe. Ja. Heizung steht wieder. Erstmal reinigen hier. Hässliche Couch. Ja. Hier mobben. Ich habe das bei mehreren Streamern gesehen, dass das da
dass doch Sachen gemacht werden, dass Sachen chaotischer gemacht werden als vorher. Ich werde das in dein Tablet und bestimme, wofür du die erworbene Fähigkeitspunkte investieren möchtest. Oh, Skill Tree. Ich werde das weitestgehend seriös angehen und es zumindest versuchen. Ah, haben wir es gleich hingesetzt? Nein, hingesetzt ist noch nicht. Ist die Arbeit ist dann das Vergnügen? Okay. Den Stuhl noch richtig ranstellen, dann sieht das wieder fast schon wieder heimlich aus. Fantastisch. Der Schrank ist nicht mehr ganz der neueste. Ja, ich würde es mal auf den Herd stellen. Herd's ja aus. Kühlschrank soll ich nicht nachgucken. So sauber. Boot können wir mal hier drin verstauen. Okay, alles klar. Ich habe von einem Skillbaum gehört. Schlafzimmer, okay, Wohnzimmer sind wir fertig. War das mit dem scharfsten Blick verbessern? Siehst einige der Verunreinigungen auf der Minimap. Aufräumen 25 schneller, guter Mob. Schon mal einen guten Mob. Ist das Wichtige. Erstes Mal einen guten Mob. Aha, sieht doch gleich viel besser aus. Ist dieser Strom ab. So, gleich sieht wieder alles viel bewohnbar aus. Der Stuhl, der muss sich doch gerade hinstellen lassen. Ich habe kein Spiegelbild. Ah ja. Sieht doch wieder sauber aus. Ach du Scheiße. Was haben wir denn hier? Hat er ins Waschbecken geblutet? Was muss ich hier sehen? Ich mobbe das Waschbecken. Du bist hässlich, Waschbecken. Ich hab ein Spiegelbild. Wir wollen hier unseren ersten Kunden vor allem. Keinen Schwachsinn bauen.
Vielleicht kommen wir später noch dazu. Naja, das ist ein bisschen knapp bei der Tür. Stellen wir lieber hier vor die Steckdose. Hier mal kurz ein bisschen lüften. Oha, da war gerade eben sowas wie eine Spiegelanimation. Ja, sieht doch gut aus. Mission. Räumen wir den Müll auf. Ja, haben wir alles geschafft, würde ich sagen, oder? Unsere erste Wohnung renoviert. Das Andenkenfoto. Ah ja. Dekoration müssen wir dann eher für unsere Einrichtung als nächstes. So, noch durchgelüftet. Das sieht doch schon wieder ganz in Ordnung aus. Da kann man leben. Okay. Na, das wäre doch. Und fertig. Zurück zum Büro, würde ich sagen. Okay, dann mache ich mal die rote Wende. Haben wir den Auftrag jetzt abgegeben oder? Okay, ich dachte, das hätten wir schon gemacht. Müssen wir dir noch Bescheid sagen, dass wir fertig sind, oder? Bis auf den losen Schrank hier, das ist aber dann gerade nicht mein Problem. Das ist ja eigentlich alles sauber. Ja, Auftrag beenden. Ja, genau hier. 100% der Auftrag ist erledigt. Du kannst den Auftrag jetzt für 655 Euro abschließen. Wow. Hab ein erstes Geld verdient. Hurra. Erstes Geld Achievement. Jetzt haben wir einen Mob, jetzt können wir hier mal durchwischen. Wäre mal nicht schlecht. Mein eigenes Haus auch nicht. Zu scheiße aussieht. Schöne Kettensäge. Ach so, macht man das in Abwasch. Einfach mit der. mit dem Mock drüber gehen. Die Möbel sind halt einfach scheiße. Da war ich auch noch gar nicht drin. Das sieht katastrophal aus. Den Schimmel von der Decke wischen. Muss dringend mal gelüftet werden. Geht aber nicht. Brauche ich ein neues Fenster. Ah, wenigstens Licht geht.
Das ist mehr als ich erwartet habe. Ja. Können wir denn was einkaufen gehen? Wir haben zwei neue Aufträge. Erstmal gucken. 25.000, damit ist doch erstmal. Ah, das zeigt übrigens die echte, das echte Datum, die echte Uhrzeit an. Interessant. Eine Heizung könnten wir mal kaufen. Wir können uns natürlich eine große Heizung leisten. Nicht hinpasst, scheiße. Muss das Bett rausschmeißen. Da muss wohl eine kleine Heizung her. Na komm. Muss doch möglich sein, hier eine Heizung dran zu bauen. Aha. Lass mich dich mal ein bisschen weiter wegstellen. So, Bett abgebaut. So. Sehr schön. Das Bett noch an der Wand. Ich gehe mal und bin ein besseres Bett. Heizung war jetzt erstmal ein Grundbedürfnis. Fertigkeitsstufe. Ah ja, ein Schuppen für die Geräte brauchen wir auch irgendwann mal. Neues Klosett. Okay, Fließnägel können wir. Motor, schnellere Montage, 20% schnellere Vergipsung, hätte bis zu 3 Fliesen oder Paneele gleichzeitig. Wegen sie um 25% schneller. Und nehmen wir diesmal das hier. So. Haben wir hier irgendwo ein halbwegs gutes Klo? Ne, haben wir noch nicht. Survival. Okay, wir können uns eine Waffe kaufen. Ein Löffel des Überlebens. Haben die denn mit Zombies gerechnet? Auch das WC-Standard, ja, so ein hübsches Standard-WC. Doch mal was, da brauchen wir jetzt kein wahnsinnig teures. Ein Standard-Klosett. Okay, nee, das ist genau dasselbe.
Erstmal das Klo putzen. Wegschmeißen können wir da noch nichts. Badezimmer ist noch relativ klein, aber erstmal irgendwo abstellen. Keinen Platz dafür. Das können wir auch nicht bewegen. Unterwegs ist nur ein Spiegel besogen. Können wir hier nichts wegschmeißen, deswegen. Ich weiß, das können wir später. Zumindest erstmal nur ein Spiegel vielleicht. Ein Waschbecken, ja, können wir noch nicht machen. Aha. Den können wir ja auch später. Möbel. Suchen nach einem neuen Spiegel. Spiegel. Kein Spiegel an der Wand. Altmodischer Spiegel. Also ein Basic-Spiegel. Und Bart auch gerne mit so hellem Rahmen. Okay, so groß sollte er dann doch nicht sein. Ein kleiner Spiegel hier. Ich war hier waren, können zwar auch noch ein bisschen größer sein, aber was soll's. Bett nach draußen stellen kann man nicht. Dazu können wir uns wahrscheinlich auch noch ein neues holen. Was haben wir denn hier? Können wir die Sache zumindest ein bisschen hübscher machen. Bisschen Kunst, da Bücher. Dekorationen. Was haben wir denn hier? Ein Hamsterfigur. Ein Bonsai-Pflänzchen.
Nur grafischer Bonsai. Einfach mal, damit es ein bisschen mehr Stil hat. Ein bisschen Stil reinkommt. Du würdest gerne grün nehmen. Kein Bonsai auf die Kommode stellt. Ich habe hier noch ein paar Lichter. Die Lampen. Ein bisschen mehr Deko hier. Ein Poster an der Wand. Dass die so komplett abgeranzt ist. Platz der Fehler. Aha. Irgendwas vom Platz die Fehler. Meistens direkt übers Bett. Ist ja ziemlich klein. Wenn das Licht dann gemacht. Und das sollten wir jetzt Motivation, dass du mal einen Schreibtisch hängen. Und platz den Fehler. Haustiere. Naja, das machen wir dann, wenn wir was Großes haben. Elektrische Ausrüstung. Wird wahrscheinlich eh noch nicht leisten. Später dann irgendwann. Machen wir uns hier ins Teammate-Zimmer draus. Deckendekoration. Deckenkabel. Puppies Deckenkabelsatz. Joa, warum nicht? Lauschiger Kamin. Das wäre auch mal was. Mehr Pflanzen. Stehende Deko. Ich hätte hier noch ein Bild irgendwie. Bester Vater. Medusa, der Schlaf, der Vernunft produziert Monster. Ah ja, das ist jetzt, das ist halt schöne, als schöne Motivation. Wie groß ist L? Ach Mist. Genau so. Woanders hinkleben. Was mal eben. Das will ich hier über Bett. Schön als Morgenmotivation, wenn man aufwacht, wenn man schon weiß. So, Platz den Fehler und Your Breathtaking haben wir schon aufgestellt.
Zumindest eine Skulptur, die wir noch daneben stehen können, stellen können. Skulptur. Ich meine, wir haben Geld. Und chinesische Löwentrichter. Das teuerste von allen. Ach du Scheiße. Natürlich. Natürlich. Ein Riesenviech. Stellen wir uns in den Garten. Stellen wir uns vor das Haus einfach mal hier. Schade, da passt er nicht hin. Einfach mal, ne? Warum nicht? Wir haben Geld. Eine Arschsteuerstatue vor das Haus. Irgendwo muss man ja flexen. Das Bett müssen wir dann später auch noch was dann entfernen können. Dann machen wir uns auch noch ein luxuriöses Bett hin. Jetzt will ich aber irgendwas noch auf den Schreibtisch stellen. Auf den Tisch dort. Dekoration. Skulpturen. Hundestatue Ramboree. Schöne Gold. So muss das. Eine Drecksbude hier ein bisschen, wenigstens ein bisschen. Ein bisschen Schönheit. Stil. Und tun wir die dreckige Scheiße hin. Okay, hier, ja, damit es keiner sieht. Und die entfernen es dann später. Doch was fürs Erste. Man von Arbeit zurück nach Hause kommt gleich am Eingang. Das Heizkörper, Caroline Schmitz, Putzaktion im Gange. Okay, gehen wir ein bisschen putzen. Würde ich sagen. Betreff Putzaktion im Gange. Hallo. Kurz gesagt, die Garage muss entrümpelt werden. Bitte werfen Sie alle Kartons und den ganzen Müll sowie die alten Reifen weg. Vergessen Sie auch nicht, die Fenster zu putzen. Werkzeuge sollen so bleiben, wie sie sind. Mein Mann mag es nicht, wenn man sie umstellt. Dann kann er sie nicht finden und ist unzufrieden. Viele Grüße, Karin Schmitz. Die Garage entrümpeln und die Sachen stehen lassen. Werkzeuge. Werden wahrscheinlich komplett chaotisch überall rumliegen. Erstmal das Auto umparken. stellen wir mal gerade das Auto hinter das Haus. Fange ich schon an, Scheiße zu machen. Viel Spaß beim Ausparken. Viel Spaß beim mit dem Auto wegkommen.
Ich muss in die Garage rein, also hallo. Muss das Auto mal umstellen. So. Auto steht in der Maus. Hab die Augenschaft nicht gesehen, die ich dafür bekommen habe. Ich wäre mal interessiert. Mein Kontostand ist ja noch 25.000. Jetzt schon. Ich muss einfach ein neues Haus kaufen. Und wenn es so weitergeht. Bruchbude mal vergrößern. Die Räfner wegschmeißen. Fertigkeitspunkt. Vielleicht können wir doch ordentlich sortieren, oder? Dann muss das so in dieser Art. Wir lassen das an seinem Platz, aber. Ich würde es ordentlicher sortieren. Reinigen der Verschmutzung. Was ist hier noch dreckig? Ach hier. Mein Fahrräder ist noch ordentlich was dreckig. Mädchen und den Jungen haben, so wie es ausschaut. Oder ist seine Frau und naja, sieht nicht nach erwachsenen Sachen aus. Kaputte Reifen im Entfernen. Fenster reinigen. Aber auch gleich, ich würde hier gerne Zeit und Zeug noch richtig hinlegen. Es bleibt natürlich da, wie gesagt, ja, an seiner Stelle. Ich lege es nur besser hin. Er wird es finden. Es liegt an derselben Stelle. Im selben Regal. Keine Panik. Sieht halt nur ohne aus. Es kann alles hier auf dem Tisch bleiben. Ich räume mir nichts ins Regal.
hier sieht es doch einigermaßen doch wieder gerade und schön aus. Sorry, sowas brauche ich einfach. Gute Not muss sein. Wo die sogar nebeneinander stapeln. Offensichtlich nicht. Naja. Das Fenster. Ach, wir saugen das Fenster ab. Alles klar. Sehr schön. Mit zu Hause sieht es ordentlich aus. Und da brauchen wir noch eine Hilfe von mir. So, ja, dann bin ich mal so nicht mal so gut im Stellen, das Auto wieder hin. Bin ja Hulk. Stand andersrum, oder? So rum. Stellen das Auto lieber so noch rein. So fantastisch. Na dann. 100% des Auftrags erledigt. Du kannst den Auftrag jetzt für 397,70 € abschließen. Juhu. Mehr Geld. Hast du bemerkt, dass du unter Galerie auf dem Tablet ein beliebiges Foto von der Festplatte laden, das Plakat oder Bild an der Wand aufhängen kannst? Oha! Nein, das habe ich noch nicht. Du kannst auch die Kamera benutzen, um Fotos im Spiel zu machen und sie dann auf der Festplatte zu verewigen. Aha. Galerie. Oha. In die Thumbnails reingehen. Ich habe alle Thumbnails von mir. Was kam denn heute? Nur noch Hausflipper aus Thumbnails schon hätten, könnte ich das machen. Was wollen wir denn hier aushängen? Weiß nicht, ob man das sieht, die Sache. Wahrscheinlich nicht, weil ich im Spiel drin bin. Sieht man meine Dateien jetzt zum Glück nicht. Wenn doch, dann boah, herzlichen Glückwunsch. Ihr seht nichts, was nicht schon öffentlich wäre oder demnächst öffentlich kommt. Das ist ein hübsches Pen and Paper. Thumbnail. Haben wir dann hier noch eins, ein besonders hübsches. Was schon live ist.
Was? 300 Euro hat mich die Scheiße gekostet. Okay. Tatsache. Wegschmeißen können wir ja immer noch nichts. Das ist natürlich blöd. Wir können natürlich jetzt noch. Falls das zu sehen ist, muss ich mal gucken, was ich hier zeige. Ne? Ah, schade, ich kann das Logo nicht über die Tür packen. Wir können das hin. So natürlich. Das können wir jetzt nicht wegschmeißen, oder was? Ich hoffe, wir können später noch Sachen wegschmeißen. Ah, die Tür geht in beide Richtungen auf. Ey. Nehmen wir mal den nächsten Auftrag an. Oder haben wir schon einige? Heizkörper Amarantu. Okay. Irgendwas mit Wänden. Neues Familienmitglied. Guten Tag, meine wunderschöne Frau ist endlich schwanger. Wir rennen wie verrückt, aber auch sehr glücklich hin und her und haben alle Hände voll zu tun. Eigentlich habe ich selbst keine Ahnung, wo ich beginnen soll, bevor meine Prinzessin auf die Welt kommt. Wir wissen schon ganz sicher, dass es ein Mädchen wird. Wir haben ein malerisches, winziges Häuschen für uns drei gekauft. Leider muss da noch kräftig aufgeräumt und das Kinderzimmer vorbereitet werden. Kann ich mich darauf verlassen, dass ich dir diese Aufgabe anvertrauen kann? Seit wann wird hier geduzt? Beim Kinderzimmer denke bitte unbedingt daran, ein Bettchen zu kaufen. Eine Wickelkommode, vielleicht irgendwelche Spielsachen. Du hast da doch viel Erfahrung, oder? Wird grausam. Und male die Wände für unsere kleine süße Prinzessin unbedingt hellrosa an. Vielen Dank im Voraus. Und herzliche Grüße. Markus Seifert, bald überglücklicher Vater. Okay. Kitsch-Explosion. Gratuliere, du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Dann kannst du die Wände mit einem Pinsel streichen. Du musst nur noch mit dem Tablet Farbe kaufen. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Von meinem Müll aus reinige die Verschmutzung. Okay, Mob. Ah, jetzt ist das Verkaufen-Tool da. Das können wir hoffentlich dann auch in der Wohnung benutzen. In so einem Büro. Mal neue, für neues Platz machen. Ja. Wir kriegen eine bessere Fußmatte hin. Decke. Eine Fußmatte, richtig. Aha, irgendwas Tolles.
So, hier. Sieht auch schon ganz besser aus als der Blödsinn. Das Kind geht auf diese Art und Weise verdienen. Das ist unmoralisch. Was? Ich habe dir noch eine neue Matratze gekauft. Was ist denn hier? Was ist daran unmoralisch? Ich bin kein Diebstahl. Was denn? Was denn? Kauf halt das wieder. Meine Fresse, wenn ich keinen. Wenn die es nicht besser haben wollen. Aha, hier soll das Kinderding links hin. Okay. Können wir hier wenigstens. Ne, kann man natürlich nicht. So schade. Wir wollten eine Tür einbauen. Okay. Ich wollte auch keinen anderen Schrank, kein anderes. Kann man auch nicht helfen. So. Schmutzung reinigen. Fleckenpumpen wischen. Was ist denn hier eigentlich passiert, dass da mal in den Wohnungen so viel Scheiß hier an Wänden klebt? Okay, hier ist noch Verschmutzung, Schmutzungsweg. Soll wahrscheinlich auch so bleiben. Am Fensterbrett. Nur das Fenster staubsaugen. Schön durchlüften. Das andere Fenster reinigen. Dann machen wir mal, soweit es uns möglich ist. Kleinen Prinzessinnenpalast daraus. Pastellrosa. Wo ich Farbe. Farbe. Aha. Ah, okay. Okay.
kitschig bin. Finden wir auch irgendwo Einhorn-Gegenstände. Können wir denn noch so eine riesige Einhorn-Gruppe? Auf die Decke. Es muss Kneiping sein. Kommt das Kind auf die Welt, wird man wird älter, sagt dann irgendwann, ich mag aber kein Rosa. Wir müssen das alles neu streichen. Aber gut. Können Sie mich dann gerne noch mal beauftragen? Streich das Zimmer dann gerne noch mal in schwarz. Wir wissen, dass das kleine Mädchen früher oder später in diese Phase kommt. Das war jetzt nur ein klein wenig sexistisch. Ein ganz kleines wenig. Aber auch irgendwie die Wahrheit. Sehr verallgemeinert. Aber ja. Sexistisch ist hier eher wie die Eltern das Zimmer von denen. Das ist so ein bisschen, ja. Du bist ein Mädchen. Du musst das Pink lieben. Okay, neuen Farbeimer. Das reicht nicht fürs ganze Zimmer. Was gleich an. Ja. Stunden später. Okay, da hätten wir zumindest schon eine Wand. Das geht nicht weg. Die ist der Farbe einmal, ne? So, hier. Okay, die Dosis alle.
Nicht gedacht, dass ich so viel brauche. So. Das sind schon die XXL-Packungen, die ich dann gekauft habe. Also, das ist schon. Hier geht's weiter. Das ist so pink. Wie grausam. Was ist, wenn sie eher der Grün-Typ oder der Blau-Typ ist? Und der Gelb-Typ, wie das wieder gerade. Okay, wie wir es gerade eben schon bei der Wand haben, die wir übermalert haben. So, bringen wir das zu Ende. Der Kundenauftrag ist Kundenauftrag. Kann man nicht machen. Wenn die Knallpink haben wollen, können sie Knallpink kriegen. Ich müsste mal den Schrank vorstellen, wenn das möglich ist. Damit ich hier mal malen kann. Was gleich mit zwei Eimern. Okay, dann machen wir die Einrichtung. Das nehmen wir mit und streichen wir noch unser Schlafzimmer. Ich diesmal so hin. So, Gegenstände kaufen. Kinderbettchen. Als ob es das nicht in rosa gibt. Blau in das Zimmer rein hier. Naja, rosa ist ein bisschen was anderes.
Und es sollte um das Fenster, das Bett. Ist egal, weil es rührt. Nicht weiß. Und weiß ist ja egal. Gucken wir später schön. Und einen Schreibtisch vorstellen, können wir Beauty Velux machen. Und das muss dann wohl nieder. Zweites Sitzkissen. Hier schön an der Heizung gelehnt. Und Wickelkommode. Kommt natürlich direkt hier hin. Zusätzliche Sachen kaufen. Ein bisschen Dekoration. Chica Pinata. Kleines Einweihungsgeschenk. Ah, oh, schade. Die Mäde, da war es hübsches. Dass man so ein Zimmer rein kann. Tja, Poster. In der Deko. Ich finde so ein Wandrost müssen wir jetzt so was Hübsches. So ein Luxus-Stippel-Tischlampe. So eine kleine Pflanze können wir ja wenigstens hier noch hinstellen. Kein Lebensbaum. Ach du heilige Scheiße. Bisschen noch ein kleiner. Ich bin einfach ein Baum im Zimmer. Ich würde eher so was Kleines auf die Kommode stellen. Eine Lilie.
Blumentopf ein bisschen freundlicher. Na komm schon. Drum raus. Und hier ins Fenster. Ich dachte eher auf den Schrank dort drauf, weil noch so leer aussieht, aber. Dann eher aufs Fensterbrett. Den Rest müsst ihr dann selbst machen. An Deko. Ach du Scheiße. Ich muss jetzt mal das Zeug wegräumen. Bevor ich hier putzen kann. Was ist denn hier passiert? Ich stelle jetzt renovieren da wahrscheinlich. Mein lieber, keine Frage. Weiß auch nicht, ob ich das wissen will. Okay, Verschmutzung und Fenster reinigen. Ein großes, schmutziges Haus hier. Ja. Aus Bett geschissen. Ja, noch was übersehen. Scheinbar ja. Das Fenster da. Verdüstet draußen. Im Spiel, also ein echtes, ist schon sehr dunkel draußen. Okay, machen wir mal das Fenster. Wow, das Richtige ist ja ein lageweise Trick. War dringend nötig. Wo haben die gelebt? Nicht in diesem Haus. Nur durchlüften. Und wo sind sie noch Verschmutzungen? Ah, da ist der Übeltäter. Okay, das hat nur. Nächstes Zimmer. Na toll. Ach du Scheiße, wie leben die denn hier? Auftrag beenden? Nee, noch nicht. Wir haben hier Sachen, die wir machen können. Okay, aufräumen schneller. Super schnell streichen, Grundlagen der Malerei. Schwänzkennende Farben beim Streichen. Schlecht zwei Wände gleichzeitig.
hier. Schnelle Aufträge, höheres Einkommen. Preis verhandelbar. Ich brauche mehr Geld. Neuen Mob müssen wir auch mal kaufen, dann bei den nächsten. Bei der nächsten Sache, ich will den besten Mob. Verschmutzungen. Schmutz ist hier gut, die ganze Küche ist saugeil. So, was ist hier passiert? Sieht aus, als hätten hier. Wenn hier mehrere Morde passiert. Über Blutflecken. Wer hat das so vernachlässigt? Licht. Kommen die ganzen Mücken rein, aber ich trotzdem hier mal durch. Gar nicht schlecht. Wird auch eine frisch riechende Wunde haben. So wie es hier aussieht, stinkt sie auch. Das Spiel macht mir mehr Spaß, als es sollte. Okay, hier haben wir irgendwo noch einen Fleck übersehen. Ach ja, hier. Ah, ja. Jetzt ist ja sauber. Ist ja wirklich richtig dunkel draußen inzwischen. Das Bad, juhu. Alles muss sauber hier. Ja, 94%. So, ich wäre dann, glaube ich, fertig. Nur Prozent. 5146 krieg ich dafür. Ich habe den ganzen Tag dran gearbeitet. Das soll schon so. Wieder eine eigene Dreckbude.
So, hier verkaufen. Den Schmutz. Ich muss mal einen Lüfter rein. Ich kann mir eigentlich eine neue Toilette kaufen. Badezimmer, Toiletten. Ist doch Blödsinn. Jetzt habe ich nur diese Tor. Ich hatte doch vorhin schon andere. Okay. Eine goldene Toilette. Ein bisschen Klositz. Okay. Das macht ja kein Schraubgeräusche. Das ist unbefriedigend. Ich muss auch eine Klo-Kabine leisten. Ich meine, wenigstens im Bad muss doch schon noch sehen. Ich meine, das Geld haben wir. Dusche, Denten. Okay, da müssen wir erstmal die andere abreißen. So. Rot, blau und violett. Natürlich passt das Scheißteil nicht rein. Das ist deprimierend. Ein größeres Haus. Das ist hier wenigstens gut. Arsch nicht, nimm mich nicht, passt rein. Ich habe doch gerade ein Haus gebaut. Oha, ja. Sieht schon viel besser aus. So muss das. Das neue Waschbecken. Spülbecken.
Dunkelgrau, grau, weiß. Okay. Die Beine. Das sieht doch gut aus. Die Tapete müssen wir dann auch noch rausreißen. So, hier rein damit. Okay. Hübsch. Mit Licht. So, noch ein Spiegel. Okay, warum nicht? Passt zu dem modernen Stil. Wow. Bisschen Licht hier. Eine Lampe bräuchten wir auch. Lichtschalter hat was. Okay. Lichter. Was machen wir da? Sieht's mit der aus? Rosa Licht. Darin gäbe es nicht im Bad. So Licht sein. Interessant. Ich guck noch mal was anderes. So ein Blau wäre am Bad entspannender. In Dicke geht es natürlich nicht. Das Badezimmerheizung kaufen. Unbedingt.
Badezimmer, Heizung. Ja. Oha. Handtücher. Ich brauche immer noch irgendwas, wo wir die Handtücher rüberlegen können, eine Kommode oder so. Okay, wo kriege ich das her? Ein Heizung. Noch gar nicht. Muss erst entdecken. Hätte ich jetzt aufs Fensterbord gestellt. Eine kleine Pflanze. Dann die Linie halt. Okay. Der Blumentopf. Ja. Tapeten, diesen brauchen wir auf jeden Fall. Wände. Neonmuster. Das hätte doch was. Wände, Wände, Wände. Okay. Jetzt müsste ich noch platzieren. Fliesen und Laminat, okay, sind noch nicht verfügbar. Sehr schade. Eine andere Tür. Wollte ich noch nutzen. Türen. Passt natürlich nicht. So, ich meine für den Anfang. Das Licht machen jetzt die Platten hier.
Naja. Ey. Das Wichtigste natürlich, das Bett. Hier muss noch sauber gemacht werden. Gemalert werden muss ja auch noch mal. Bricht man links Farbe für. Joa, Bett. Okay. Nur das Luxuriöseste. Jetzt können wir es nur so platzieren. Das ist aber ein bisschen klein. Passt jetzt nur zu hin, das wäre es natürlich. Ja, am Anfang so ein bisschen bescheidener die Einrichtung. Ich meine, das muss ja bescheiden anfangen. Ich meine auch im Bad nicht zu viel Luxus. Ich meine, man soll ja nicht übertreiben. So, Kommode. Okay, Schränke haben wir noch nicht. Wir haben noch gar kein Wohnzimmer, da müssten wir erstmal anbauen. Aus irgendeinem Grund macht jetzt nur noch. Ach so, ich habe Cyberpunk angegeben. Okay, deswegen kriege ich jetzt hier noch Cyberpunk-Angebote. Hier hätten wir noch was anderes gehabt. Sogar hübschere, schönere Sachen. Dunkles Bett. Das Holz. Bettbezug. Die Matratze. Joa.
im Büro. Muss dann natürlich noch dahin gerückt werden. Ja, ich meine, kann man ja mal machen. Suche mir schon Neues. Wir machen jetzt den Rest hier einfach, das hier zu. Wir können dann nächstes Mal weitermachen mit Kundenaufträge, wenn es das geht, alle geht. Obwohl brauche ich gar kein Bett hier. Man, das ist unser eigenes. Ja, irgendwie ist das jetzt auch unser Zuhause statt unser Büro. Ich brauche hier eine Couch, schöne Schlafcouch. Soll jetzt nicht nach dem Bett gucken. Richtig gute Couch, damit wir hier schlafen müssen, dann auch natürlich auch dort noch schlafen können, aber ich hoffe, wir haben ja ein anderes Zuhause, davon gehe ich aus. Oh, hier gibt es interessante Sofas. Okay, braucht man daneben. Das Tisch. Survival finde ich lustig. Da machen wir uns dann noch so ein Nebenkapuff, wo die ganzen Waffen so, vor dem Eingang so ein kleines Gestalten muss, noch ein Verteidigungsposten. Okay, das Sofa ist ein bisschen uff. Nehmen wir so einen. In der Sofa hier, in der Sofa-Ecke. So ein bequemer Sofa hier. Genauso hier. So nämlich. Müssen wir die Kommode auch mal ersetzen. Aha, den Schrank könnte man vielleicht woanders hinstellen. Und dann haben wir mal ein größeres Haus. Kommt man da nicht mehr rein? Für den Moment würde ich eher sagen,
Habe ich das weggeschmissen? Oh nein. Wo ist mein Pflänzchen? So ein hipperer Mob. Nice. Muss meine Pflanze in meinem. Der schöne hier, der luxuriöse Bonsai. Ah ja. So, Galerie. Ich hoffe, das sieht man jetzt nicht, was ich hier lade. Erst wenn ich es geladen habe. Das sieht nicht gut aus. Nee, das soll so nicht. Das mit den transparenten Bildern. So, ja, mal schön die Logos platziert. Können auch nicht mehr verkaufen. Logo. Fehlen noch natürlich ein paar Logos. Etwas jetzt beunruhigendermaßen nicht finden kann. Nicht, weil es da nicht drin ist. Weil es nicht das richtige Format hat, um hier geöffnet zu werden. Es wird wahrscheinlich nichts. Ach ja. PNG-Dateien sind hier nichts. Joa. Für mich brauchen wir auch nochmal einen Schuppen. Das Zeug da. Warum wir hier eine Küche brauchen, ist mir auch unklar. Ein Büro. Brauchen wir einen großen Schrank, wo die Sachen reinpassen. Krank.
Natürlich alles in Pink. Rita. Okay, dann können wir es auch erstmal so rumliegen lassen. Gaming-PC. Schon mal auf den Schreibtisch stellen. Können wir unseren Laptop loswerden? Ich meine, wenn man schon mal Geld hat. Elektronische Ausrüstung. Am besten nicht auf dem Tisch. Du kommst mal zur Seite. Nice. Mehr Stromverbrauch fürs Büro. Als Telefon. Ein Webcam, ich vermisse dich. Nein, du musst da oben auf den Bildschirm drauf. Wenn es geht. Bildschirm ist zu knapp dafür. Ich stelle das gleich in das Fensterbrett. Befürchte es. Natürlich. Lassen das hier erstmal stehen, bis ich neu kriege. Mikrofon. Streaming Setup hier klein. In der Freizeit benutzt er den. Benutzt natürlich das Büro auch noch für. Für YouTube. Und Streams. Tastatur. Okay, jetzt fehlt nur noch die Maus. Flug nun das PC Gaming. Ich hab nur noch 26.000, ich kann es jetzt das hier. Was ist das hier? Was hat man davon, wenn man renovieren geht?
Was fehlt uns noch? Die Kopfhörer natürlich. Und eine bessere Tastatur. So. Wir haben eine bessere Tastatur. Lautsprecher. Ist die so klein? Das glaube ich ja nicht. Nee, dann brauche ich die andere wieder. Die entspricht auch ziemlich der, den ich gerade habe. Ja. Die Facecam wird hier eh nicht benutzt. Platz der Fehler hängt schon. Ich brauche mal noch einen tolleren Tisch. Schreibtisch. Tischer. Das sind jetzt nicht unbedingt Schreibtische. Büro. Nur Lagermöglichkeiten. Den ordentlichen Schreibstuhl. Schreibtisch. Hier Sessel. Oh, die luxuriösen Tische. Stühle. Okay, ich muss erstmal den anderen abschaffen. Fällt alles nach unten. Ich kaufe es mal erstmal. Stell es hier hin. Den Laptop hier hin. Der fällt wahrscheinlich sowieso gleich wieder runter, wenn ich das dann. Will Technik nicht runterfallen lassen, auch nicht im Spiel. Fällt das Mikro nicht, meine Tastatur kann runterfallen. Aber ja. Besser als die Realität hier.
Okay. Das Mikro. Ist eigentlich dahin, wo die Kopfhörer gerade stehen. Die Kopfhörer, die können ja. Der Leppi. Soll ich mir das wirklich zwar mit nicht ganz so geiler Technik, aber soll ich mir das aufgebaut? Also links der Laptop und rechts und so geradeaus die. So ungefähr sieht das aus. Guck mal, den hier einschalten. Hier liegt noch eine Herdplatte rum. Ah ja. Jetzt brauchen wir noch einen Gaming-Stuhl. Da ich doch schon einen erblickt. Geiler als die Realität, ich sag's euch. Ja, moin, willkommen zurück. Neuer Stream aus dem Büro. Zwei Aufträge hätten wir noch. Wir machen heute keinen Auftrag mehr, das wird nichts mehr. Wir haben schon 20:50 Uhr, ihr seht es dort. Ach, Dankeschön. Die rostige Kettensäge. Was braucht man den Scheiß? Ist wahrscheinlich noch vom Vormieter. Kettensäge haben ist immer gut. Halte ich auch hier. Schade, dass wir den Hammer nicht aufstellen können. Können wir es loswerden? Wenn wir neues brauchen, dann können wir es besorgen. Noch was die Kettensäge ist immer was Tolles. Eine Axt auch. Warum ein Wanddisplay für die Kette drauf? Ein Schrank hier. Büroschrank. Spind. Wenn wir noch nichts anderes haben. Das dann natürlich nicht rein.
Ah, vielleicht oben drauf. Schade. Ich gerne oben auf den Schrank drauf gelegt. Und die Axt passt oben drauf, oder? Auch nicht. Die passt in den Schrank. Ja. Mit der Tür und so weiter arbeiten wir noch. Kommt noch was. Tja, was war da mit der Badezimmerheizung machen? Weiß ich nicht. Viel Luxus schon für den Anfang. Nee, kein Kabuff. Es wird alles noch größer. Ja. Lohnt sich jetzt nicht wirklich noch was anzufangen. Nimmt auch noch massiv Geld. Andere Posters hier. Oh, Vorhänge waren auch mal nicht schlecht. Okay. Jetzt mal ein paar kleinere Vorhänge. Nicht wirklich. Ich finde, wir brauchen hier noch eine Stehlampe. Tja, welche nehmen wir da? Ja. Ist auch keine Stehlampe. Hätte ich mir was Großes vorgestellt. Aber ins Fenster passt es rein. Hier brauchst du noch was, nicht dieselbe. Müssen wir Licht ins Dunkle bringen. Das sieht ja schon ziemlich heimlich aus hier. Teppich jetzt noch, dann wäre es perfekt.
das Möbel. Ging wahrscheinlich später noch groß, deswegen gibt es hier Sachen fürs. Wir kriegen größere Sachen, deswegen gibt es hier noch Sachen für Flur und so. Ein Teppich. Was nehmen wir denn da? Ja, schwere Auswahl. Teppichboden Gabi. Pfui. Da finde ich den fast am besten. Die Sterne. Geht so. Für den Anfang wird auch mal ein kleinerer sein. Das ist S. Okay, wir haben die kleinste Größe gekauft. Interessant. Eine andere Fußmatte, das wollte ich schon bei dem. Wollte ich schon bei dem Auftrag machen. Ist natürlich das Erste, was man sieht, wenn man reinkommt. Heutige Teil mal geschafft. Joa, das ist doch Leben mit. Ich finde mal noch einen anderen Aktenschrank. Das wäre echt auch noch schön, da mal an die Arbeit zu denken. Ein Holzschrank mit Schubladen. Kontostand bleibt ziemlich hoch. Wir verkaufen ja auch ständig Sachen. Okay. Was hätten wir hier noch? Dekoration. Mit noch ein bisschen höher hängen vielleicht. Und was der hier. Hier besser drunter.
Joa. Wie die sauteure Statue vor der Tür. Was haben wir denn bei Survival hier? Ein Shotgun, ein Sturmgewehr. Falls wir uns mal einen Bunker machen. Nüsse, saure Gurken, Nudeln. Luftgewehr, Stromturbine, Flammenwerfer. Ich meine, so ein Sturmgewehr im Schrank. Versuch's mal zu platzieren. An der Wand können wir es aufhängen. War natürlich viel Eindruck. Mit Kunden reinkommen. Es passt da nicht ganz ran, aber okay. Wir spielen also in Amerika. Hätten wir es auch geklärt. Die kann man noch hinlegen. Schade. An der Wand ausgestellt. Amerika. Ja, so muss das. Die Axt ist im Schrank. Die Kettensäge auch da. Ja, von draußen immer noch ein kleines Kabuff, aber von innen. Gut, ich würde mal sagen, in diesem schönen, es war mal erstmal wichtig, sich hier einzurichten, dass man ein schönes Büro hat. Kann man sich dann nächstes Mal ausführlich um, also ich meine, zwei Aufträge haben wir schon gemacht. Und beim nächsten Stream dann uns, ja, Aufträge kümmern, mehr Geld bekommen und vielleicht ein neueres, großes Haus bekommen. Könnte man hier auch Häuser kaufen? Kann man dann
bauen. Okay. Ich habe es noch nicht herausgefunden. Ich das Haus jetzt größer machen. Aber okay. Dartscheibe gehört natürlich noch mit dazu. Einer unpassenden Stelle. Joa. Türen. Einen Ordner hier drauf stellen, damit es so aussieht, als würde ich arbeiten. Nicht so schief und schräg. Ein bisschen Ordnung. Jo. Ich glaube, ich habe den Schrank falsch rum eingebaut. Natürlich. Ja, würde ich mal sagen, speichern wir das Ganze mal, wenn es geht. Hoffe, es hat gespeichert. Wenn die Premiere sind, wenn nicht, dann habe ich hier umsonst ganze Einrichtung getan. Sieht hübsch aus. Ein bisschen Licht sparen. Strom aus. Ist aus. Ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Das war mein erster Hausflipper-Stream. Ja, vielleicht nächsten Wochen öfters. Ich kann mal so mal am Wochenende reinpacken. Samstags, sonntags, dass man mal die Wochenenden-Streams mal mit Hausflipper verbringt. Allein das Einrichten hier der. Das kleine Kabuff hat sehr Spaß gemacht. Und auch das Renovieren. Das Spiel macht Spaß. Da können wir noch einige Stunden drin verbringen. Bietet sich doch an. Na dann. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen.